Und damit willkommen zu einer weiteren Folge. Dark Souls 1, nicht Diddy Kong Racing. Und Gott weiß, ich habe keine Ahnung, warum ich gerade Diddy Kong Racing sagen wollte. Ui. So weit war ich noch nicht. Falls euch diese Folge gefallen hat. Okay. Dann müssen wir jetzt wieder da runter. Klar war ich noch nicht so weit, weil man da den Boss machen muss. Sage ich jetzt einfach mal. Mir juckt mein Ohr, Sekunde. Das Gute an den Dämonenruinen ist, meine Sense macht jetzt tatsächlich Damage. Sekunde. Habe ich schon irgendein Bonfire? Ich weiß nicht, ich setze mich mal an alle hin. Weil irgendeins müsste ja hoffentlich meine Estus auffüllen. Wahrscheinlich nicht. Ihr habt recht, aber... Man darf doch noch hoffen im Kleben. Den Lava-Ring habe ich noch nicht. Sag ich jetzt mal. Ich bin da nur runter, um die Made zu holen, oder? Oh Gott. Wir werden auf jeden Fall wieder viel Spaß haben. Wir werden Blutungsschaden anrichten. Zumindest hoffe ich drauf. Eigentlich, mittlerweile glaube ich, rein theoretisch, dass Priscillas Messer besser ist als die Sense. Boah, ich weiß halt nicht, ob es mehr oder weniger Blutungsschaden macht. Aber es legt halt schneller zu. Also kriegst deinen Blutungsschaden selbst, sagen wir, wenn es nur die Hälfte davon ist, schneller raus. Und du kannst halt dementsprechend auch schneller... wieder cool sein. Und was ich damit meine, weiß ich selber nicht. Hui! Ich hab mal zur Vorsicht nochmal drauf gehauen. Saftig ist saftig, wie meine Mami mir gesagt hat. So. Die Capras sollte ich ja killen können. Wenn zwar auf einmal kommen, werden wir sehen, wie ich das anstelle. Aber ist gut. Gestern war die Ubisoft PK von der diesjährigen E3. Das war für euch also schon vor 2 Wochen. 2 Wochen, ein paar Tage. Wobei, ich glaube, jetzt kommt montags mein Dark Souls. Ich habe keine Ahnung, ich habe einen 9-Wochen-Plan gemacht, weil ich jetzt viel mehr Videos bringe. Wenn ihr auf meinen Kanal guckt, wir haben jetzt ein Minecraft-Projekt. Mario Kart, das war dumm. Und vielleicht läuft Revo schon? Ich denke ja. Kannst aber nicht mit Sicherheit sagen, dass mit dem Rollen das ein bisschen kacke ist. Okay. Okay, hätte der getroffen, hätte ich weiterschlagen können. Ich habe nicht gedacht, dass er einen Doppelangriff macht. Wir sind gleich wieder da. Champau! Ernsthaft. So, okay. Ubisoft PK. Die machen ja immer eine schöne große Show daraus. Und ein großer Teil war davon halt. Okay. Oh fuck. Kann ich kurz. Ein großer Teil davon ist halt immer Just Dance, was ganz witzig ist, weil mich das halt eigentlich gar nicht interessiert, aber die ziehen das immer richtig lustig auf. Okay, der dritte Schlag ist schon genug Blutungsschaden für die. Weiß auch nicht. Und deswegen bin ich fast traurig, dass ich die verpasst habe, weil da habe ich gerade meinen Daumen dem Katzengott geopfert. Wir haben jetzt Kätzchen! Richtig süße kleine 2 Fufu-Kuscheli-Pupses und Spookies. Die heißen so. Wird zwar noch nicht angenommen, aber die heißen so. Und ja. Man kann die Hand unter die Decke tun. Und bewegen. Und die Katzen finden das super. Die wollen dann natürlich sofort töten. Töten, töten. Nein. Nein. Und blöderweise habe ich meine Hand wieder rausgenommen. Das hat die Katze mitbekommen. Dann hat sie halt die Hand direkt getötet. Jetzt habe ich da so einen schönen Schlitzi. Nicht zu verwechseln mit... Aua.
Der Schlitz die Rasse. Das ist wieder was anderes. Ich bin hier gerade ein bisschen. Zonk! So. So als hätte die meinen Daumen amputieren wollen. Ist richtig wunderschön. Ich habe nur gesehen, da war wieder ein tanzender Panda. War das letzte Mal auch schon da? Weiß ich nicht, aber kann gut sein. Und was auch noch geil war, Watch Dogs 3 sieht lustig aus. Ist wahrscheinlich nichts für mich. Auch wenn ich es auf PC holen könnte. Aber, werden wir sehen. Auf jeden Fall, das mit der Assassinen-Oma. Das war natürlich... Das war funny joke. Das fand ich töff. Hier ist gar nicht das Bonfire, was ich suche. Doch. Kein Wurmi? Ich meine, ich verstehe das Spiel nicht, das ist schon richtig, aber... Naja. Ich habe keine Ahnung. Das hat halt nett gemacht, dass du da quasi die ganze Stadt übernehmen kannst. Ich glaube, ich sehe dich nicht. Falsch gedacht. Und dann halt Spaß hast mit Oma Assassinen Action. Wie war das? Hat's... Oh, ich wollte ja euch. Geschicklichkeit! Spiel mit! Kleinen hässlichen Dickmanns Tod. Dir geht's nicht mehr gut. Gib mir deine Seelen. Ich will dich ein bisschen quälen. Hallo, tauchst der Mann. Ich muss auch gerade mal gucken, ob mein Schild haltungstechnisch besser ist als der letzte. Was sollte ich wollen? Ja, ungefähr so. Hast du gut gemacht, ich nicht. Ah, ich bin gerollt. Töte ihn. Yeah, jetzt könnte ich eigentlich 5 Stunden mit dem Schild warten, aber... Whatever. Ich mag dich nicht. Weißt du was? Für sowas haben wir noch Stadt. Kamehame. Ha. Kamehame. Ha. Kamehame. Ha. Fuck. Das ist jetzt relativ unangenehm. 5! Oh nö, wir gehen weiter. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt gleich den einen lustigen Shortcut finden. Ja, weil mein Damage Output hat sich gerade ein bisschen verschlechtert. Ich weiß ja nicht, wo der Shortcut ist. Und ich gehe stark davon aus, dass wir zumindest einen Boss machen müssen. Haben wir. Ich meine, du bist Ups. Du bist auch halb im Arsch. Du wurdest nicht getroffen, weil ich dich da gerade nicht in der Hand hatte. Das ist ja noch voll Töfte. Ich drücke alle Tasten, sag ich dir. Dir geht's gut? Dir geht's eigentlich gut. Es war tatsächlich nur meine Waffen, die ich lernt hatte, nicht meine Rüstung. Und das heißt, ich muss einfach gucken, dass meine Todessense nicht bricht und dann ist gut. Weil, soweit ich weiß, wenn du mit dem Talisman zauberst. Habe ich da gerade richtig gesehen, dass er da wieder steht? Habe ich den nicht tot gemacht oder erinnere ich mich da gerade schon wieder schlecht an den Stream? Oh. Und ich kann die Todessense nicht benutzen. Okay. Wir versuchen den Shortcut zu bekommen. Das jetzt. Meine Main Quest war bisher zum Boss zu kommen. Jetzt meine Main Quest einfach den Shortcut zu finden. Ah ja, da seid ihr alle. Aber ich bin mir halt echt nicht sicher, ob ich da zu den
Feuer weisen, schmeißen, kaputt, vereisen machen muss. Oder nicht? Ich denke nicht, weil ich da von der anderen Seite hinkommen können sollte. Aber ich weiß halt... Oh mein Gott. Ich weiß halt nicht, ob ich den Zentner Peter machen muss. Vielleicht hätte ich den Talisman auf meine Haupt anpacken sollen. Gestaggert. Dass ich mein Schild benutzen kann im Notfall. Und dass der mich halt jetzt auch passiv heilt die ganze Zeit, wäre cool. Aber Prinzessin Titanid steckt fest. Ich gehe mal wieder ein paar Schritte zurück. Deswegen. Okay, das war gut. Wie hat er mich gerade nicht erwischt? Nom. Stirb. Das habe ich schon mitbekommen. Alles gut. Das Modell. Nom. Ich kann zum Glück so weit nach hinten, wie ich will. Das ist gar kein Problem. Unangenehm. Er geht zurück. Das ist hilfreich. Nein. Spring. Und mach's nicht nochmal. Ah, das geht ab. Ich habe nur noch explosive Wucht. Baby. Do it. Kamehameha! Nö! Ein Item! Boah, das gibt nicht. Ich will zumindest meine Seelen wieder haben. Okay, da war der Blutungsschaden. Genau das habe ich gebraucht. Yay, he's dead. An die renne ich einfach vorbei. Muss ich nur den da oben kaputt machen. Ciao. Dreckiges Kotze-Monster. Ohne dich hätte ich das ganze Problem jetzt nicht. Nice. Sich von euch treffen lassen ist aber auch ein Armutszeug. Yes. Nicht so weit zurück, glaube ich. Auf. So. Also, Stelle, Stelle, Welle, die gleiche Welle, Stelle. Das Problem ist jetzt, wie mache ich Tiddy Demon kaputt? I don't know. Don't know yet. Whee! Sehr gut. Mal schauen, wie schnell ich das wieder voll heile. Bis zum Tiddy Demon vielleicht gar nicht. Was ist, wenn ich... Okay, so funktioniert das Schild immer noch, wenn ich es auf dem Rücken habe, oder? Ja. Hammer awesome. Hey. Voilà. Okay. Würde meine Waffe, würde die Waffe auch Blutungsschaden machen? Ich glaube, die wäre cool. Ich glaube, die wäre cool. Aber so ist schwer. Vielleicht fangen wir an, mit dem Schwert zu treffen, wenn der noch da hinten steht und dumm ist. 3, 2, 1, Feuerball. Ich hab. Ich mach so die Wurzeln auf. Nein.
Nein. Ah! Eier! Es hat ihn erwischt. Das ist auch alles, was man will. So ein Donnerblitz, mein Freund. Donnerblitz, mein Freund. Donnerblitz. Oh, ich dachte, er springt nicht so weit. Oh, ich stehe in der Wurzel. Oh, ich stehe schlecht. Und Donnerblitz. Ich hätte ihn sogar besiegt. Ich bin nur runtergesprungen, was halt hammer smart war. Ich darf ihm nicht zu nahe kommen, sonst springt er und macht die Wurzel damit kaputt. Hui. Alles klar. Feuerball! 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 Okay, das funktioniert gerade ganz gut, wenn ich ihn als erstes machen lasse. Feuerball. Okay, er steckt immer noch fest. Er steckt nicht mehr fest. Nein! Ja, siehst du, so easy ist das. Wie habe ich keinen Estus mehr? Gar keinen Estus mehr? Okay. Müssen wir Cookie Cookie machen. Weil ich halt echt nicht weiß. Ich den Zentner Peter würde ich gerne mit der Sense besiegen. Weil die wahrscheinlich richtig dick Damage machen mit Blutung. Alles andere ist jetzt unhilfreich. Und dahin gehe ich auch nicht runter. Zu Dr. Zwiebel. Nein. 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 Ja, ist okay, komm du mal hoch. Nein, 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 nein. Irgendwie anders? Nicht? Cool. Aber ich kann mal wohl nicht backstabben. Eins, zwei, drei, vier. Das war auf einmal war jetzt nicht der Plan. Aber what could possibly go wrong? 1, 2, 3 und 4 und weg. Feuerball. Feuerball! Oh no no! Zap, zap. Zap, zap. Du bist verkalkt. Oh, da oben ist schon Augenfreund. Ich mag Augenfreunde, mein Lieblingsfreund. Das dürfte bald ein neues Level sein, wobei ich jetzt wahrscheinlich schon über 30.000 brauche. Ich habe ja nach Nito dreimal gelevelt. Ich habe kein Estus mehr. Heilung habe ich 4. Immerhin. Sehr gut. Das Feuer sieht extrem hübsch aus. Ja, ist gut. Hab ich verstanden. Quatsch. Frechheit. So. Nee, nee, mein Freund, ist alles cool. Darunter gehen wir nicht, habe ich gesagt. Zu viel Giftscheiße. Aber wo war diese Abkürzung der Sexigkeit? Wunderschön. Hierum glaube ich tatsächlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich glaube, ich mache den noch. Dann machen wir Folge fertig. Und dann gucken wir weiter. Kommst du schon? Nein. 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 Falls euch diese Folge gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Bis beim nächsten Mal wieder. Temmels raus. Bis dahin. Bye, bye.